Willkommen bei Check 1. Wenn die Aufregung riesig ist und die Spannung kaum auszuhalten, dann ist es soweit. Das große Superfinale steht an. Atmet noch einmal tief durch. Malte Arkona sucht die beste Klasse Deutschlands 2016. Das wird ein riesen Spaß. Das Superfinale mit allen euren Lieblingsstars. Jetzt nur hier bei Check 1. So, Freunde, heute geht's um alles. Superfinale. Das heißt, die vier Besten der Besten wollen etwas noch Besseres werden. Nämlich die beste Klasse Deutschlands 2016. 1500 Klassen haben sich beworben und nur vier haben es in die letzte Runde geschafft. Eine Klasse von euch kann sich in 1,5 Stunden auf die Stirn schreiben. Wir sind die beste Klasse Deutschlands 2016. Führerexperten sagen, dass es unglaublich spannend wird. Es ist an Spannung gar nicht mehr zu überbieten. Also, ich würde mal sagen, los geht's, oder? Das große Superfinale. Wer holt sich den Titel und wird die beste Klasse Deutschlands 2016? Und Sie stellen heute die wichtigsten Fragen auf dem Weg zum Titel. Ralf Kaspers, Bürger Lars Dietrich, Joyce, Phil Laude und Silbermond. Und hier ist Malte Arkona. Hallo! Willkommen zum Superfinale 2016. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und was für eine grandiose Gästeliste. Hier ist die beste Klasse Deutschlands 2016. Ich freue mich auf euch. Geht schon mal in die Startlöcher. Ihr habt eine Menge dabei. Ich sage nur Magie, Kanonen und Eis. Hier ist ganz schön was los und das ist auch klar. Deswegen jetzt zu den eigentlichen Hauptpersonen dieser heutigen Sendung. Ihr habt euch bis hierher durchgekämpft. Das sind die vier besten Klassen Deutschlands, die heute hier sind. Und nur eine kriegt den Titel und gewinnt die Reise nach Lissabon. Da wollen sie alle hin. Mit dabei die 6B aus Aachen. Mit Elmar und Lilly. Hi. Außerdem auf dieser Seite die 7L1 aus Osnabrück mit Katharina und Fritz. Yes. Hier drüben sitzt Neumünster, Schleswig-Holstein, ganz schön aus dem hohen Norden angereist. Gerda und Fabian mit der 6B. Guten Tag, herzlich willkommen. Und dann haben wir natürlich Klasse Nummer 4 noch ganz in Orange. Aus Groß-Gerau, Sophia und Dennis mit der 7B. Hallo! Wahnsinn, ihr habt es geschafft, ihr seid ja quasi durchgerutscht. Vorgestern zum ersten Mal mit dabei, dann im Wochenfinale gestern weitergekommen und heute schon wieder hier. Wie fühlt ihr euch gerade? Aufgeregt. Das glaube ich. Was wäre für dich das Schönste, Dennis, wenn ihr gewinnt? Also, ich würde sagen, das Fliegen mit der Klasse ist, glaube ich, das Coolste. Ihr fliegt dann tatsächlich nach Lissabon. Ja. Davon träumen aber auch die drei anderen Klassen hier. Das heißt, legt gleich von Anfang an los. Teamwork ist gefragt von Beginn an. Und vielleicht landet ihr ja dann mit dem Flieger in Lissabon. Dort ist übrigens jetzt schon Janine Michaelsen für euch unterwegs. Da ist sie schon. Und wir haben den Fußballweltmeister Thomas Müller. Und der lüftet heute ein Geheimnis. Da könnt ihr auch ganz schön gespannt sein. Wir legen los. Aber vorher noch kurz zum Geschäftlichen. Allen vier Klassen stelle ich jetzt 11 Fragen. Danach spielen die beiden besten Klassen weiter im Finalduell um den Titel und die Reise. 20 Punkte pro Frage sind möglich. Es sei denn, ihr setzt euren Punkte-Boost ein. Das heißt, ihr haut auf den Buzzer innerhalb der 10 Sekunden, wenn ihr denkt, unsere Klasse ist in dieser Frage ganz besonders stark. Pro Frage kann nur eine Klasse boosten. Also das muss man sich gut überlegen, aber auch nicht zu lange zögern. Denn es ist wie im Leben, wenn man immer denkt, ach, es kommt bestimmt noch irgendwas Besseres, dann bleibt man ewig Single oder man ist irgendwann Kandidat bei Schwiegertochter gesucht. Das sollte Warnung genug sein. Hier ist eure erste Frage. Opa Peter hat seine Jacke verloren. Wo ist Opa Peters Jacke? Opa Peters Jacke? Opa Peters Jacke oder wo ist dem Opa Peter seine Jacke? 10 Sekunden für alle vier Klassen. Jetzt. Die ersten 10 im Superfinale 2016.
Wo ist Opa Peters Jacke? Das denken wahrscheinlich in Groß-Gerau alle schon. Also D ist auf jeden Fall falsch. Es muss doch heißen, dem Opa Peter ihm seine Jacke, oder, Dennis? Was meinst du? Ich war gerade noch an. Du überlegst noch, wer Opa Peter ist? Ja, genau. Nein. Ja. Also ich habe jetzt C genommen, aber ich war mir nicht ganz sicher. Also es war jetzt so. Ich glaube, das in diesem Apostroph, also mit dem A, das gibt es, glaube ich, nur im Englischen. Das mit dem B, keine Ahnung. Mhm. Und Opa Peter seine Jacke. Ja, das klingt nicht falsch, aber. Klingt gar nicht falsch, oder, Elmar und Lilly? Das klingt, finde ich, ziemlich falsch. Ja. Also, ich habe A genommen, weil ja, ich hatte. Ich glaube, wir hatten das sogar mal irgendwo im Unterricht. Also in Englisch hatten wir es auf jeden Fall und in Englisch ja. Ist es bei B, aber nur, wenn es mehrere Leute sind. Ja, bei B ist nur bei Mehrzahl. In Niedersachsen, da spricht man doch angeblich das beste Hochdeutsch. Schreibt man es denn auch, Katharina? Ich habe C genommen, weil ich habe dieses wie bei A, also dass dann das S mit einem Apostroph da geschrieben wird. Das ist, glaube ich, nur, wenn am Ende des Namens halt ein X oder ein S steht. B gibt es, glaube ich, auch wirklich nur im Englischen. Und dem Opa seine Jacke, ich weiß nicht, das klingt irgendwie schon komisch. Ja. Was meinen Gerda und Fabian? Also, ich habe jetzt auch A genommen. Ich habe noch kurz über B überlegt, war mir denn aber ziemlich schnell mit mir einig, dass es A ist. Die Lösung gibt es demnächst im Kino. Wo ist Opa Peters Jacke? Mit Till Schweiger als Opa Peter und Matthias Schweighöfer als Opa Peters Jacke. Und man schreibt das auf dem Plakat so wie bei C. Wie lief es in den Klassen? Groß-Gerau hat jetzt am lautesten gejubelt, aber waren sie auch am besten? Hier sind die ersten Punkte. Eine setzt sich durch, eine Klasse, und zwar weit. Groß-Gerau, 19 Punkte. Osnabrück 9, Neumünster 7, Aachen 6 Punkte. Meine Güte, was für ein Start in diese Sendung. Das ist ja unglaublich. Und dabei habt ihr nicht mal geboostet. Die zweite Frage ist mindestens künstlerisch so wertvoll wie der Film von Opa Peters Jacke. Passt auf. Was brauchen Tape-Artists für ihre Kunstwerke? Klebeband? Heftpflaster? Alte Musikkassetten? Oder Klettverschlüsse? Tape-Artists. Schon mal gehört? Die 10 Sekunden laufen jetzt. Dennis hätte sich am liebsten draufgeschmissen. Vergiss nicht noch zu antworten. Ihr boostet. Sag mal, bei euch ist ja was los. Tape Artists kennt ihr gut? Ja, wir haben es in Kunst gemacht. Also wir haben es kurz gemacht, durchgenommen. Und was kam raus? Habt ihr es euch auch gemerkt? Klebeband. Ja, Klebeband. Das ist ja, Tape ist ja schon Klebeband und dann klebt man. Tape ist ja Klebeband auf Englisch und ja, genau. Die machen so Graffitis mit Klebeband und das ist halt besser als so Sprüh-Graffiti, weil es ja abgeht. Lilly, du lächelst. Ja, also ich habe auch ganz klar A genommen, weil es gibt ja auch Panzertape und es gibt ja auch zum Beispiel Washi-Tape. Das ist ja so buntes Klebeband mit Mustern. Washi? Ja, und es kann ja auch sein, dass man das dann damit machen kann. Unsere Tape-Artists waren 5 Stunden hinter den Kulissen beschäftigt. Und Gott sei Dank waren auch unsere Kameras dabei. Wir gucken uns einfach an, was sie gemacht haben. Wie viele Klettverschlüsse waren beteiligt? Hier sind die 2 von der Gruppe Tape Over. Und da ist tatsächlich Klebeband natürlich in den Händen. Das sieht man ja. Sie haben sich auf die Sendung auch ganz besonders gut vorbereitet, denn hier sehen wir ein bisschen Lissabon. Ein Wahrzeichen, die Brücke des 25. April entsteht da gerade. Klebeband ist auf jeden Fall richtig. Da ist die Freude groß. Und die beiden Künstlerinnen, die sind auch hier. Herzlich willkommen aus Berlin, Lotte und Denise. Hey. Das ist aber toll geworden. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo, schön, dass ihr hier seid.
So, Klebeband ist ja eindeutig richtig. Und ist das ein spezielles Klebeband? Irgendwas mit Washi oder mit Panzer oder so? Das ist ein Gewebetape. Gewebe, okay. Also es ist elastisch, ja. Man kann es so ein bisschen ziehen. Und es ist so ein bisschen wie Gaffertape. Achso, auf jeden Fall toll geworden. Lissabon sehen wir hier so ein bisschen, da die Straßenbahn. Natürlich ist das der Straßenbahnfahrer der 7, oder? Lotte? Ich habe es gerade schon im Publikum gehört. Ronaldo. Ach Gott, ja, wie konnte ich den denn nicht erkennen? Ronaldo fehlt aber noch ein bisschen hier. Hat er nicht solche Augen, in die sich immer alle verlieben, oder was? Sollen wir die ihm noch geben? Ja. Die zaubern wir jetzt. Ja? Ja. Bin ich ja gespannt. Was hat er denn für eine Augenfarbe in diesem Fall? Schwarz. Wir arbeiten weiter mit dem gleichen Tape, mit dem wir auch die Outlines gemacht haben. Die Umrandung. Die Rahmenbedingungen. Und du machst den Mund. So einen Mund hat der nämlich. Nee, nee, nee. Was? Du kannst einfach ziehen oder du nimmst einen Cutter. Mhm. Ein Cutter, also dieses Messer. Und das ist in der Graffiti-Szene entstanden, ne? Diese Kunstart. Ja, ist auch eine Art von Street oder eine Form von Street-Art, ne? Ja. Bitteschön. Der hat aber richtig gute Laune. Du. Der hat richtig gute Laune. Ist gut gelaufen beim letzten Spiel. Super. Da fehlt nichts mehr, glaube ich, oder? Nee, Fußball, das dauert alles ziemlich lange. Vielen Dank, dass ihr euch diese ganze Mühe gemacht habt. Herzlichen Dank. Denise, Lotte, alles Gute. Danke. Richtig ist Klebeband und wir wollen natürlich mal gucken, wie viele Punkte es denn jetzt überhaupt gab. Und? Ja, da ist Groß-Gera tatsächlich wieder vorne mit 19 Punkten. Stellt euch das mal vor, Auweia. 38 kommen dazu, 16 in Aachen, 15 in Osnabrück und 9 in Münster. Meine Güte, das ist ja Wahnsinn. Lissabon in geklebt, ist ja schon toll. Noch toller ist natürlich Lissabon in bunt und bewegt. Und deswegen kommen wir jetzt zur Reiseführerin unseres Vertrauens, der BFF von Joko und Klaas, Janine Michaelsen. Guten Tag alle zusammen oder aber Bom dia a Lisboa, wie der Portugiese sagen würde. Herzlich willkommen in Lissabon, in dieser wunderschönen Stadt, in der normalerweise eigentlich eine riesengroße Sonne über dem Firmament erstrahlt. Heute ist es ein bisschen grau, ein bisschen öselig, aber es stört uns ehrlich gesagt fast gar nicht. Denn wir sind ja eigentlich auch nur kurz hier, um euch einen kleinen Einblick in große und riesengroße Geheimnisse dieser Stadt zu geben. Wir starten unsere Reise heute hochmotorisiert, adrenalingeladen. Ich sag nur, 60 Jahre alt, 8,4 Meter lang und eine Spitzengeschwindigkeit von 50 km/h oder aber auch die Lissabonner Straßenbahn. Inklusive Straßenbahnfahrer. Hello, Nuno. Hello. Hi, nice to meet you. Nuno, Profi auf dem Gebiet der Fortbewegung in diesem antiken Gefährt und mein persönlicher Chauffeur für den heutigen Tag. Der schippert uns jetzt hier ganz gemächlich durch Lissabon und ich suche mir mal so ein schnuckliges Plätzchen, damit ich ein bisschen was sehen kann. Das Schöne ist, wenn man an dieser Leine zieht, dann bimmelt und der Straßenbahnfahrer weiß, man möchte gerne das Hop-on, Hop-off-Prinzip durchführen, wie der Portugiese zu sagen pflegt. Ich hoppe jetzt mal auf, denn da ist ziemlich hübsch. Oha! Und das ist jetzt schon sehr hübsch. Jetzt stellt man sich ganz kurz vor, hier reißt der Himmel auf, scheint die Sonne runter. Na, schön oder schön? Schön. So, weiter geht's. Ah, oh, sorry. Olá, bom dia. Seis pastéis de nata, faixor. Mein Portugiesisch läuft, ne? Obrigada. Ich hab alles. Yeah, thank you. Bom dia. Einmal Joko, einmal Klaas. Achtung. Yeah. Normalerweise geht's hier in Lissabon eigentlich stetig bergauf, bergab. Und das kann zwischenzeitlich ganz schön brenzlig werden, weil es eben ein bisschen rutschig sein kann, gerade wenn es regnet. Damit nichts passiert, gibt es hier drin so eine Art Geheimwaffe. Was für ein Auf und Ab in Lissabon, allerdings auch auf dem Weg dorthin. Deswegen passt gut auf bei dieser Frage. Damit die berühmten Straßenbahnen in Lissabon auf steilen Strecken nicht abrutschen können, benutzt man zusätzlich Holzkeile, Sand, Wurfanker oder Magnete. Was benutzt man da, dass sie nicht abrutschen, die Bimmelbahnen? 10 Sekunden, Lauf. Bis jetzt boostet niemand. Wie bremst man die Straßenbahnen in Lissabon? Wie werden die denn eigentlich in Neumünster gebremst? Wirft man da einen Anker,
Also, wir haben gar keine Straßenbahn. Oh wei. Da wirft man den Anker und die Bahn ist gar nicht da. Ich hatte davon jetzt zwar überhaupt keine Ahnung, aber da wir A und C schon hatten, habe ich zwischen B und D geschwankt und dann einfach letztendlich D genommen. Ach, weil wir A und C schon hatten. Das ist so strategisches Denken. Die nehmen bestimmt nicht wieder A oder C. Was meint ihr, Katharina und Fritz? Also ich habe D genommen, weil wenn die da jetzt Sand auf die Strecke streuen würden, dann müssen die das ja immer wieder wegmachen. Und Holzkeile, dann würden die ja eigentlich gar nicht fahren. Und Wurfanker, dann würde man die Gehwege und so kaputt machen. Und Magnete, ja, dann hätte ich D genommen. Die Top-Antwort in allen Klassen ist tatsächlich D, Magnete. Aber ist das auch richtig? Wie hindert man eine Straßenbahn am Abrutschen? Das können wir hier an dieser Stelle eigentlich ganz gut sehen, denn es ist ganz schön steil. Das Geheimnis bzw. die Antwort auf diese Frage befindet sich hier vorne unter dem vorderen Sitz. Es ist Sand. Den lässt die Straßenbahn auf die Schienen fallen. So, während Bruno hier ganze Strände auf der Straße verteilt, damit wir nicht wegrutschen, habe ich festgestellt, der Laden, zu dem ich jetzt muss, ist ganz in der Nähe. Vielleicht können wir eine Abkürzung nehmen. Bruno, can we take a shortcut? No, Janine, it's not possible in the tram. Gut, Schienen. Hätte ich auch selber drauf kommen können. Sand ist also richtig. B. Ein paar haben geklatscht, also irgendwer wird es bestimmt gewusst haben. Wir schauen mal, wie viele und wo. Wer ist jetzt vorne? Etwa wieder Groß-Gerau? Wieder Groß-Gerau! 8 richtige Antworten, 2x5 in Osnabrück und Aachen. In Neumünster eine richtige Antwort. Da wurden aber schon viele Punkte gesammelt. Wie steht es eigentlich im Moment? Die anderen drei Klassen müssen tapfer sein, können aber auch noch boosten. So sieht es im Moment aus. Groß-Gerau hat 65 Punkte gesammelt. Osnabrück 29, Aachen 27 und Neumünster 23. Also bei allen drei anderen ist wirklich noch alles drin. Und jetzt kommt ein Mann, der cooler ist als jeder Schneemann. Deswegen ist er vermutlich auch das Vorbild von Sheldon Cooper aus Big Bang Theory. Hier ist für euch Ralf Kaspers. Hallo, Hallo, Malte. Ralf. Ich dachte, du schenkst mir erstmalig in unser beider Leben eine Blume. Ich habe heute leider keine Rose für dich. Oh nein. Und ein Foto? Auch das nicht. Und außerdem möchte ich, dass du mich ab heute Dr. Frost nennst. Gerne. Denn, ich weiß nicht, ob du es wusstest. Nee. Oder ihr. Ich bin ja auch Performance-Künstler. Ach. Ja. Ich habe mir was ganz Neues ausgedacht. Und zwar mit flüssigem Stickstoff. Der ist minus 196 Grad Celsius kalt, also richtig, richtig kalt. Und da solltest du besser Handschuhe und Brille anziehen. Das mache ich gerade. Denn wenn ich diese Rose beispielsweise reintunke in den flüssigen Stickstoff, dann passiert was mit der Rose. Die wird im Grunde schockgefrostet. Sie sieht ganz normal aus, aber Achtung. Oha. In Scherben. Jetzt eine Frage an euch alle, die da lautet: Was zersplittert nicht, wenn man es in flüssigen Stickstoff legt und dann mit dem Hammer darauf? Ach, du hast einen Hammer dabei. Entschuldigung, habe ich ganz vergessen. Ja. Ja. Ich habe noch einen Hammer dabei. Und damit schlägst du jetzt auf etwas. Damit werde ich gleich auf Sachen schlagen. Was zersplittert nicht, wenn man es in flüssigen Stickstoff legt und dann mit dem Hammer darauf schlägt? A. Wackelpudding. Oder B. Eine Plastikente. Vielleicht auch C. Eine Bockwurst. Oder ist es D, ein T-Shirt? Das hattest du aber schon lange nicht mehr an. Was? Ich habe es ein bisschen heiß gewaschen. Mhm. Das war vor meiner Zeit, als ich mit Kälte experimentiert habe. Dann schnell abkühlen. Und 10 Sekunden laufen jetzt für die Klassen. Was zersplittert nicht, wenn man es in flüssigen Stickstoff legt und dann mit dem Hammer darauf schlägt? Meine Güte. Es brodelt. Dennis, für dich ist Kunst der Ausgleichssport zu Mathe. Ich mache Mathe auch ganz gern. Ja? Ja. Beides im Wechsel?
Beides im Wechsel. Hast du dir hier schon ein Bild und rechne währenddessen. Hast du dir eine Lösung ausgerechnet schon? Oder hast du ein Bild gemalt in der Zeit? Dafür fehlen mir leider die Mittel. Oh, nein, also ich glaube, ein Wackelpudding ist auf alle Fälle so, da ist viel Wasser und das gefriert halt ziemlich gut. Und die Plastik endlich, meine Gummi kann auch spröde werden, dann bricht er ja auch so quasi ab. Die Bockwurst, ja, ich meine, wenn Fleisch tiefgefroren wird so, dann geht das mit der Bockwurst bestimmt auch. Aber ich weiß, das T-Shirt, das ist so ein Gewebe, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass das erhärtet, aber wenn Wasser drin ist, vielleicht doch, also. Kommt drauf an, ob das T-Shirt trocken war oder nicht. Gerda und Fabian, wie hat's bei euch gesplittert? Ich habe jetzt zwischen A und C geschwankt und letztendlich A genommen, aber war mir immens unsicher. Im Nachhinein denke ich vielleicht das, dass man es nicht zerschlagen kann, bloß so zerreißen. Dr. Frost, ja. Sie waschen ja nicht, aber Sie lösen. Ja, ich löse. Wir probieren einfach mal die verschiedenen Sachen aus. Hier ist der Wackelpudding, der ist schon ein bisschen zerbrochen. Da ist das zweite Stückchen. Aha. Und es ist jetzt schon zersplittert. Da ahnt man, wenn ich jetzt mit dem Hammer draufhaue, was passiert. Oh, ich hätte dich vorher warnen sollen. Das sehr tut mir leid. Voll. Vielen Dank. Es wollte Eis werden, jetzt ist es zersplittert. Oh, ausgewackelt. So, und hier haben wir ein kleines Entchen. Das muss aber nochmal ordentlich. Oh, ich sehe es. Oh, hoppla. Ja, ganz es hat Angst. Natürlich. Ich muss es. Für die Kunst und für die Wissenschaft. Okay. Am besten gehst du noch einen Schritt weiter zurück. Enten können ordentlich explodieren. Mhm. Achtung. Das würde ich gern nochmal in der Zeitlupe sehen. Oh ja, zeig mal. Enten können richtig explodieren. Da war sie weg. Zersplittert. So, hier ist das Würstchen. Lecker, lecker. Es ist schon fast wie ein Fischstäbchen. Ja. Achtung. So kann man ganz schnell Würstchen richtig klein kriegen. Da spart man sich das Schneiden. Ja, es ist total praktisch. Fast Food. Und hier ist das T-Shirt. Oh, es tropft auch noch ein bisschen. Das darf jetzt nicht zersplittern. Pass auf, Achtung. Richtig ist D, das T-Shirt. Es zersplittert also nicht, aber warum? Ganz richtig, bei dem Wackelpudding ist Wasser drin, beim Würstchen ist Wasser drin. Das heißt, wenn die schockgefrostet werden, wenn die richtig hart, eishart, die Plastikente, die wird einfach nur total spröde, wenn sie kalt wird. Und im Stoff ist kein Wasser drin, das heißt, da kann nichts zu Eis werden und deshalb kann es auch nicht zersplittern. Es gibt nur ein paar Löcher beim Bügeln mit dem Hammer. Aber wenn man zum Beispiel in so ein T-Shirt reinschwitzt, so richtig doll, und wenn man dann so ein nasses T-Shirt in den flüssigen Stickstoff reintunkt, flupp, ui. Es dampft total, das ist das ganze Wasser im T-Shirt. Okay, jetzt hole ich es raus und Achtung. Oh, das war's. Es ist festgefroren. Vorsicht. Da sieht man's. Es zerfetzt richtig. Man kann's knicken und auseinanderdrehen. Eindeutig hat da vorher das Wasser gefehlt. Vielen herzlichen Dank. Wir sehen uns nachher nochmal wieder im Finale. Dankeschön an Dr. Frost. Vielen Dank. D ist richtig, das T-Shirt. Wie viele haben es aber innerhalb dieser 10 Sekunden, die ja immer sehr schnell vergehen, gewusst? Nur die bekommen Punkte. Ich sehe Dr. Frost noch ein wenig. Und? 11 Punkte jeweils in Aachen und Groß-Gerau. Das lässt Aachen doch hoffen. 10 auch in Neumünster, 5 in Osnabrück. Mein nächster Gast ist ein wenig schüchterner als unser Ralf, unser Dr. Frost. Deswegen begrüßen wir ihn mit einem kleinen Zwei-Finger-Applaus, ganz zart. Hier sind Bodo Hölscher und Toni. Hallihallo. Hallo. Guten Tag. Hallo, guten ihr zwei. Tag.
Ach, Bodo. Hallo. Willkommen. Toni. Hallo, Toni. Sag mal guten Tag. Das heißt guten Tag. Ja, auf Pelikanisch. Auf Pelikanisch. Das ist doch, ich dachte, ein rosa Pelikan, aber er ist so weiß. Ja, er beginnt jetzt rosa zu werden. Man sieht das schon etwas am Kopf. Mhm. Das Rosa setzt ein zur Paarungszeit. Genau. Schön. Jetzt sind wir aber alle bereit für eine spannende Frage zu Toni und seinen Freunden. Passt auf. Pelikane gehören zu den wenigen Vögeln, die in Gruppen jagen, in der Antarktis brüten, an steilen Klippen nisten oder minutenlang tauchen können. Was können sie? Was machen sie? 10 Sekunden überlegt ihr. Pelikane gehören zu den wenigen Vögeln, die in Gruppen jagen, in der Antarktis brüten, an steilen Klippen nisten oder minutenlang tauchen können. Toni, du verrätst jetzt aber noch nichts, ne? Guckst du mal das Studio an. Ja, hier war gerade Dr. Frost. Sophia, was meinst du? Ich habe jetzt A genommen, da ich glaube, Pelikane sind Zugvögel oder sowas. Die reisen, also die fliegen so umher und die fangen ja Fische im Wasser. Und ich glaube, das machen die dann mit den Gruppen, weil so ein einsamer Pelikan ist ja nicht so schön. Katharina, du kennst dich doch mit Gefieder gut aus. Bei dir leben Hühner. Du hast gern mal eins auf dem Arm, wie wir wissen. Ja, also ich habe D genommen, weil ich weiß, dass der Pelikan eben Fische fängt und so. Und ich habe mal einen Film gesehen. Ich bin mir nicht so sicher, ob das da jetzt auch gestimmt hat, aber da war der Pelikan eben alleine und der konnte eben ziemlich gut tauchen und der hat ja auch so kräftige Beine mit Schwimmhäuten dran, deswegen glaube ich D. Du glaubst D, er kann gut tauchen? Schaut mal. In Ufernähe treiben die Pelikane nämlich gemeinsam die Fische in die Enge und dann schaufeln die alles in den Kehlsack, was geht. Also nicht nur Fische, sondern auch noch ein paar Liter Wasser. Sie jagen also in Gruppen. A ist richtig. Ja, genau. Noch leiser Applaus, sonst kriegt der Toni gleich die Krise, ne? Wahrscheinlich. Ja. Kriegt er nicht? Er kann viel ab. Er ist viel gewöhnt. Dankeschön, Bodo, für euren Besuch. Danke, Toni. Wir schauen mal, wie viele Punkte ihr gesammelt habt. Hier ist das Ergebnis der Pelikan-Frage. Und wir sehen 4 richtige Antworten in Osnabrück. 2 jeweils in Neumünster und Groß-Gerau. 1 Punkt in Aachen. Weiter geht es mit unserer Lissabon-Testerin Janine Michaelsen. Ich habe jetzt eine Verabredung zum Essen und zwar mit Portugals allercoolstem Fernsehkoch. Der ist so eine Art Cristiano Ronaldo der portugiesischen Kochtöpfe. Und der sagte, bring mal Bacalhau mit. Und dann dachte ich, klingt irgendwie fair, hole ich ein Fläschchen Bacalhau. Er macht was Leckeres zu essen. Und dann habe ich in diesem Internet gelesen, Bacalhau ist Fisch. Das heißt, ich dachte immer der Nase nach und Wunder, oh Wunder, sie hat mich hier hingeführt. Geh jetzt mal Bacalhau kaufen. Oh man, gar nicht. Hola, bom dia. Un bacalao. Bacalao. Okay. Muito obrigada. Obrigada. Ciao. Ciao. Und das ist Bacalhau. Ich finde, ehrlich gesagt, also hat mehr was von so einem Instrument. Könnte man sich auch an die Wand hängen. Und ich glaube, also genießbar ist anders. Der ist extrem salzig. Mir drängt sich der Verdacht auf, dass man mit diesem Fisch noch was anstellen muss, bevor man den zu was Genießbarem verarbeiten kann. Ich habe nicht so wirklich Ahnung, was das sein könnte, aber ihr seid wesentlich schlauer als ich. Deswegen kreuze ich alle Finger, gebt alles. Ich verlasse mich da auf euch. Der portugiesische Bacalhau, extrem salzig. Das sind die Geheimnisse der portugiesischen Küche, die wir heute lüften. Nicht wir, ihr. Die Frage ist, der portugiesische Bacalhau ist extrem salzig und deswegen muss man ihn vor der Zubereitung sorgfältig abschuppen, lange in Wasser einlegen, mit Zitronensaft abreiben oder im Eisfach schockfrosten. Was muss man mit dem Bacalhau machen? 10 Sekunden und es gibt nur noch 6 Gelegenheiten zu boosten. So, Fabian und Gerda nutzen die Chance. Neumünster boostet. Was muss man mit dem Bacalhau also machen?
Also, ich habe jetzt in Wasser einlegen. Das Wasser weicht dann erstens ein und wäscht dann auch ein bisschen das Salz dann raus. So habe ich das überlegt. Mhm. Das ist Dorsch und Dorsch, den muss man eigentlich nicht abschuppen. Da zieht man die Haut komplett ab. Also dieser Dorsch hier, der ist richtig Dorsch. Der ist sowas von Dorsch, das gibt's ja nicht. Elmar, traust du dich, Bacalhau zu probieren vor der Zubereitung? Mhm. Freust du dich schon? Sieht ja schon salzig aus. Der sieht schon sehr salzig aus und ist aber original Fisch, das kann man sehr gut riechen. Wie isst man das? Ja, weiß ich nicht, vielleicht hier so ein Stück abbrechen. Eigentlich isst man es so auch nicht, aber du kannst ja mal testen, ob es wirklich Salz ist oder vielleicht Mehl. Ja, du musst, Mensch, wie tapfer. Ist super, ist toll. Ist extrem salzig. Was würdest du denn also machen vor der Zubereitung? Ich habe jetzt gesagt, mit Zitronensaft abreiben. Mhm. Weil, tapfer. Ich glaube, dann kommt quasi auch Flüssigkeit dran, wie bei in Wasser einlegen. Hm? Aber dann hat man nochmal so ein anderes Aroma, was das vielleicht vertreiben kann, das Salzige. Mal gucken, was die richtige Lösung ist. Unsere Expertin ist nämlich bei einem Experten. So, da sind wir am wunderschönen Restaurant von Enrique, seines Zeichens Fernsehkoch, der Fernsehkoch Portugals. Und der wird mir jetzt hoffentlich zeigen, wie man aus dieser Fischmumie hier noch irgendwas Essbares zaubert. Hello there. Hi. Hello. How are you? I'm fine. How are you? Good, good. Good. Ich habe den Bacalhau mitgebracht. Und jetzt weiß ich nicht, was man damit macht. Das sieht nicht aus, als könnte man das essen. No, we need to soak it first. You can't eat it like this. Ah, das hätte man wissen können. Den muss man vorher in Wasser einlegen. Jetzt müssen wir, glaube ich, warten, bis der Fisch sich so vollgesaugt hat. Der Mann ist auch Kochbuchautor. Will you read some of your recipes to me? What do you like? Ein Bacalhau-Rezept für mich zu Hause zum Nachkochen. Okay, one lomo de bacalhau, 200 gramas de arroz carolino, entre os 60 e os 85 graus. Perfume o azeite com os dentes de alho esmagados e a farinheira sem pele lentamente, sem fritar. Acrescente o arroz, assim que a carne ficar mais solta, junte. You're sleeping? Können wir den jetzt kochen? This fish? Ja, yeah, den. 3 days. Takes 3 days. Was? You have to change Drei the water. 3 Tage? Okay. Well, you're lucky, because I already have soaked cod. Ha. So we can skip that part. So, der Mann ist Profi. Er hat natürlich bereits welchen vorbereitet. Ah, okay. There you go. Start with the onions. Okay. Ist das dünn genug? Ja. Yeah. Okay. Perfekt. 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 Just flake it. Jetzt geht's darum, den Fisch auseinander zu friemeln. You can add the cod. Ah, jetzt kommt der Fisch rein. Mhm. Umrühren. Yeah. Ah, jetzt kommen die Kartoffeln dazu, die Eier dazu, Petersilie. See, yours is looking perfect. Ach. Oliven drüber. Meiner ist fertig, but where's yours? Ah. Sieht aus wie Kopfsteinpflaster. Look like the streets of Lisbon. Oh ja. Das ist gut. Bisschen mehr Salz, aber das? Mm. Gut? Das ist gut, too. Das ist gut, too. Obrigada. Vielen Dank. Dankeschön. It was lovely to stay with you. Also, richtig ist, lange in Wasser einlegen. Und wir haben hier den besten Bacalhau Deutschlands. Ihr dürft ihn gern mal probieren und sagen, wie der schmeckt. Elmar, du warst ja eben schon tapfer und hast den vor der Zubereitung probiert. Und nur? Das ist lecker. Ja? Mhm. Also, doch ein schönes Bacalhau-Erlebnis. Mal gucken, wer von euch irgendwann Bacalhau in Lissabon essen kann. Eine Klasse hat geboostet, nämlich Neumünster. Und wir schauen mal, wie das mit den Punkten eigentlich so geklappt hat. Gibt es Punkte satt oder bleibt jemand hungrig? Oh. 12 Punkte in Großgera, 11 in Aachen bei euch, 7 in Osnabrück und 12 in Neumünster. Gut, dass ihr geboostet habt. Das ist ja auf jeden Fall nie verkehrt, auch wenn es weniger Punkte waren am Anfang. Die nächste Aufgabe, die macht eine Frau, die normalerweise jetzt wahrscheinlich einen Clip drehen würde. 10 verschiedene Fischessertypen oder 10 Sachen, die an Gräten total nerven. Heute zeigt sie uns ihre magische Seite. Hier ist die zauberhafte Joyce. Hallo.
Hermine Joyce. Ja, oh, komm doch ja. in dein Zauberlicht. Natürlich gerne. Hallo. Schön, dass du hier bist. Ja, ich freue mich auch und du hast mich total wundervoll anmoderiert. Ja, natürlich. Ja. Zauberhaft natürlich, ja. weil du ja auch schon so aussiehst. Ja. Du bist jetzt unter die Zauberinnen gegangen. Klar. Und brauchst du nicht noch eine Assistentin oder sowas? Assistentin? Nein, eine Assistentin. Dunkelhaarig, ganz cool, ganz lustig. Ich bin raus. Gut aussehen. Ja, du bist ja, ich bin nicht. Längst raus. Und wer ist das? Der Phil. Phil Laude? Ja. Wir haben einen Zaubertrick. Okay, dann zeig mal her. Mhm. Und Phil, hast du ihn irgendwie weggezaubert oder klein gezaubert? Klein gezaubert. Nein? Nein, nicht ganz. Nicht er legt ganz. Sich freiwillig auf den Boden. Ja. Und so, ich mache jetzt coole Moves. Das ist so ein bisschen Flugbegleiterin. Ja, genau. Stewardess bin ich auch noch. Da bin ich ja gespannt, was passiert. Jetzt ist er schon mal unter der Decke verschwunden. Aha. Ich ahne es. Du lässt Phil schweben. Ja. Boah. Cool, oder? Das ist mal richtig cool. Würdest du auch gerne können. Allerdings. Wow. So. Mit meinen Händen. Ja. Magische Anziehungskraft. Magic Joys. Da schwebt er. Phil schwebt. Eindeutig. Und jetzt? Ja, jetzt zeige ich nochmal, dass er wirklich schwebt. Achso, wir können durchgucken. Wir können unten drunter durchgucken. Unglaublich, also da kam wirklich Licht durch, das heißt Phil Richtig. Schwebt. Die Frage ist gut für euch, passt auf. Was hat Phil unter dem Tuch, damit Joyce ihn schweben lassen kann? Ein langes Seil, zwei Spazierstöcke, drei starke Magnete oder gar nichts? Was hat Phil unter dem Tuch? 10 Sekunden, Magic Seconds. Jede richtige Antwort ist ein Punkt. Wir boosten. Und zwar in Osnabrück. Aha, wieso boostet ihr? Wir brauchen Punkte. Als ein guter Grund. Und seid ihr euch denn sicher, eure Klasse weiß das besonders gut? Naja, jetzt eigentlich nicht so richtig, aber es... Wir haben es jetzt einfach mal so gemacht. Na klar. No risk, no fun. Was habt ihr denn gesagt? Also ich habe 3 starke Magnete genommen, weil die Decke sieht ja so ein bisschen aus, irgendwie als wäre die so metallisch oder so. Und man kann das vielleicht irgendwie machen, wenn der Phil darunter irgendwelche Magnete hat oder so und kann er die Decke da unten drunter schweben lassen. Mhm. Und wenn man das tut, dann hochhebt, kann er vielleicht irgendwie sich so auf Arme und Beine so stellen, damit, also wie wenn man so eine Brücke macht oder so. Wir lösen auf. Oh, ja? Ja. Ladies and Gentlemen, Magic Joyce and the schwebende Phil. Da ist er. Live und in Farbe. Hi Phil. Schön, dass du da bist. Das ist ein Brautmann. Ach so. Ach, jetzt weiß ich. Ihr wollt eigentlich heiraten, oder? Ja. Ja. So eigentlich eine schöne Braut. Aber sie hätte sich vielleicht im Gesicht rasieren können. Aber echt. Macht ja nichts. So, jetzt wollen wir sehen, wie das geht. Ja, sollen wir mal zeigen? Ja, klar. Okay, jetzt werdet ihr staunen, Leute. Tricks darf man doch eigentlich eher nicht verraten. Ja, ich habe einen Homie von mir angerufen, ja. Dumbledore. Der meinte, das geht klar. Ich darf das jetzt machen hier für euch. Mhm. So, ich habe mich erstmal hingelegt. Ja. So. Ja. Aber jetzt kommt gleich der erste Trick, pass mal auf. Ja. Jetzt habe ich ihn so gemacht. Ach so. Dann warst du ja richtig aus. Dann habe ich meine Hände ausgebreitet und gesagt, Phil, schweb. Genau, und dann habe ich mir gedacht, oh nee, jetzt muss ich schon wieder. Und dann habe ich so gemacht. Oh, das ist ganz schön anstrengend, ne? Ja. Das heißt, es geht um Körperspannung. Fitnessstudio. Genau. Ah, hast du irgendwelche Stöcke, Magnete oder sowas? Nix, überhaupt nichts. Gar nichts. Bein ist ein gestrecktes Bein und hier. Bloß mein Bizeps. Auf dem Boden. Und ein Sixpack. Der ist natürlich beeindruckend. Genau. Und da kam das Licht dann durch. Und dann konnte ich nicht mehr. Das glaube ich. Sehr, sehr anstrengend, aber richtiges D, gar nichts. Dankeschön. André und Paula natürlich, Dankeschön. Und Joyce und Phil, wir sehen uns nachher wieder. Yeah. Bis gleich.
Zauberhaft. Und das ist natürlich auch was Tolles, was man mal nachmachen kann, nicht wahr? Jetzt schauen wir mal, ob sich der Boost gelohnt hat in Osnabrück und wie es bei den anderen so lief. Die Punkte nach der Zauberfrage. Neumünster 5, Aachen 2, Osnabrück 1 Punkt. Den verdoppeln sie immerhin auf 2. Und Groß-Gerau keinen einzigen Punkt. Wie viele Punkte haben wir denn wo? 2 auf dem 2. Platz kann man schon mal erkennen. Groß-Gerau vorne mit 90, Neumünster 52, Aachen 52 und Osnabrück 47. Aachen kann immer noch boosten. Jetzt kommt einer meiner absoluten Lieblingsgäste und ich freue mich riesig, dass er da ist. Hier ist der Bürger, der Lars, der Dietrich. Und nicht alleine. Hi, grüß dich, Malte. Na? Hi. Tag, willkommen. Guck Wen mal. Hast du denn dabei? Das ist mein Badeentchen. Ja, ist aber kein Pelikan, also ein Entchen. Ja, das sieht man am Schnabel. Der Ihr Pelikan hat ja einen Riesenzinken, ist ja Wahnsinn. Und vorne dieser Fangzahn. Ja, ja, der sieht ja lustig aus. Ja, da ist das hier niedlich und ja. Das Entchen, das möchte schwimmen. Oder was hast du hier dabei? Ja, und zwar, das ist eine ganz besondere Flüssigkeit. Dieses Entchen schwimmt auch auf einem Maisstärke-Wassergemisch. Pass mal auf. Das ist eine Flüssigkeit, wie man jetzt hier sieht. Da warst du aber lange in der Küche dafür, was? Ja, musste ich ganz schön anrühren. Ja. Aber toll, oder? Rührend. Das Entchen schwimmt. Rührend, wie sie schwimmt. Und was willst du mit dem Teller? Damit möchte ich noch mehr beweisen, dass sich das jetzt hier um eine Flüssigkeit-Tatsache handelt. Ja. Und zwar verschlingt es auch Gegenstände. Oh, weg ist der Teller. Genau. Okay, eine Flüssigkeit. Das ist eine Flüssigkeit. Weg ist er? Ja. Die Ente schwimmt, der Teller versinkt. Und hier ist die Frage. Ich bin sehr gespannt. Ich bin gespannt, was ich da mache. Was passiert, wenn Lars von dem Podest auf das Maisstärke-Wassergemisch in der Wanne springt? Er sinkt sofort ein. Er kann Trampolin springen, er kann darauf tanzen oder er kann eine Melodie erzeugen. Was passiert? 10 Sekunden. Mal gucken, ob Aachen boostet. Im Moment nicht. Die haben nämlich noch ihren Ich bin gespannt, ja. Das glaube ich, dass du gespannt bist. Ich bin wirklich gespannt. Ich weiß es selber nicht. Ich weiß selber nicht, was ich da hier drauf mache. Ja, aber du bist nicht verspannt, oder? Nein, aber okay. Naja, vielleicht hier ein bisschen, aber ein bisschen, ja, sollen wir kurz klopfen. Katharina und Fritz, was meint ihr? Ich habe A genommen, weil das sieht, finde ich, flüssig aus. Und ja, der Teller ist ja auch eigentlich sofort eingesunken und deswegen habe ich A genommen. Mir ist ja auch alles zuzutrauen letzten Endes. Das ist richtig. Was meint ihr denn? Also, hallo. Also, ich weiß, dass wenn man ein Maisstärke- und Wassergemisch hat, dass wenn man da drauf springt oder auch drauf haut, dass das dann kurz fest wird. Willst du uns das mal zeigen mit dem Draufhauen? Wie kommt denn der da? Ich kann mir mal vorstellen, Dennis, komm mal her. Also wirklich. Das weiß ich nicht. Ich gehe schon mal einen Schritt zur Seite. Ja. Aber wie du siehst, Malte, es streiten sich die Gelehrten. Ja, ja, ja. Und der ist sehr gelehrt hier. Ja. Ist heute im Superfinale gelandet. Guck mal, Lars, Dennis. Mensch, Lars. Ja, herzlichen Glückwunsch jetzt schon mal. Ja. Weit gekommen. Und jetzt, wie ist das mit dem Draufhauen? Wie soll man sich das vorstellen? Hoppala. Guck mal, du. Ja. Mach nochmal. Und... Wow, bist du stark. Gehst du mit Flüssigkeiten um? Okay, also wenn man draufhaut, dann ist doch keine Schlagsahne. Aber was ist, wenn du drauf springst? Meine Damen und Herren, mit dem Sprung vom Podest, Bürger Lars und Dietrich, let's jump! Go! Tatsächlich, er kann darauf tanzen. Ja! Er kann darauf tanzen. Dennis, das hast du genommen. Sehr gut. Dankeschön. Du richtest dich ja immer nach dem Rhythmus. Ja, ja, immer. Ja, immer im Rhythmus bleiben. Und die Musik wird etwas langsamer. Ja, immer schön im Takt bleiben. Schön. Oh, was ist das jetzt? Oh Gott. Oh Gott. Malte. Ja, das stimmt. Gut.
So, das ist also ein ganz besonderes Gemisch. Ja. Ne? Wenn Druck ausgeübt wird, und zwar sehr, sehr schnell, dann zieht es sich zusammen, also dann absorbiert es den Druck. Das ist ein nicht-newtonsches Fluid. Ach, guck mal an. Raus will es mich nicht lassen. Ja, nee, das macht ich bin festgesogen. Du bist ja jetzt auch fertig, muss ja gar nicht raus. Nee, wir haben die Nummer geschafft. C ist richtig, dankeschön. Bürger Lars Dietrich, bis später. Ja, tschüss, mach's gut. Tschüss. Der Lars. Da ist er getanzt. Aber tanzen jetzt auch viele Punkte auf euer Konto? Das ist die große Frage auf dem Weg zur besten Klasse Deutschlands 2016. Wie lief es? Oh, zwei sind ganz weit vorne. Und Großgera mit 14 und Aachen mit 12 Punkten. Wow. Gleich im Finale ist die Chance auf die Reise und auf den Titel schon 50-50. Denn es spielen nur noch zwei Klassen weiter. Auch in Lissabon gibt es zwei große Fußballclubs und einer ist abergläubischer als der andere. Passt auf. Vor jedem Heimspiel von Benfica Lissabon, der erfolgreichsten Fußballmannschaft Portugals, werden die Tore gesegnet, kreist ein Adler im Stadion, küssen die Fans eine Fahne oder singen die Spieler die Hymne? Was passiert da? 10 Sekunden laufen. Vor jedem Heimspiel von Benfica Lissabon wird irgendetwas gemacht. Fußballfrage und dann noch Portugal. Und ihr habt nicht geboostet. Nee. Was ist los? Ich finde, es gibt viele Sachen, die könnten eigentlich alle sein. Und deshalb war ich mir nicht so sicher und deshalb haben wir nicht geboostet. Elmar, du bist ja Fan von Borussia Mönchengladbach. Ja. Gibt es da auch bestimmte Rituale oder Figuren, die typisch sind? Ja. Nämlich? Also im Stadion wird immer die Hymne gesungen und dabei die Fahnen geschwenkt. Mhm. Aber ich weiß nicht, weil wenn nur die Hymne gesungen würde von den Spielern, dann wäre es ja auch irgendwie langweilig und nichts Besonderes. Da gäbe es die Frage ja gar nicht. Von den Spielern ist natürlich auch dann immer nicht so schön auch, teilweise. Können ja nicht Fußball spielen und singen können. Eben, man kann ja nicht alles können. Was meinen Gerda und Fabian? Ich hatte am Anfang kurz über B nachgedacht und dann hatte ich überhaupt keine Ahnung und habe das dann schlussendlich auch genommen. Ein Adler im Stadion? Ja. Ich hatte erst überlegt, ob es überhaupt Adler in Lissabon gibt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es so ist. Und ich meine, warum nicht? Ist mal was anderes. Ist mal was anderes? Ja. Dann gucken wir uns das mal an, denn unsere Reiseleiterin vor Ort haben wir ins Stadion geschickt zur knallharten Recherche. Rasenpflege für Fortgeschrittene. Hier wird noch mit der Nagelschere millimetergenau der Rasen getrimmt, denn wir befinden uns im Stadion des Rekordmeisters. Herzlich willkommen bei Bayern München von Portugal. Hier spielt Benfica Lisboa. Und damit der Erfolg der Mannschaft gewährleistet wird, wird ein ganz bestimmtes Ritual zu Beginn eines jeden Heimspiels durchgeführt. Das war die große Frage, die Frage aller Fragen auf dem Weg zum Glück und die Antwort aller Antworten kommt daher heute themengetreu aus dem Spielertunnel. Hola. Hola, guten Tag. Das ist André und André hat jemand dabei. André, wer ist das? Vitali. Das ist Viktoria. André und Viktoria haben eine Gemeinsamkeit. Sie arbeiten beide in diesem Stadion. Wie genau ihre Jobs aussehen, das lassen wir uns jetzt mal kurz erzählen. Und dafür gehen wir an Viktorias Arbeitsplatz. Viktoria ist nicht alleine, die hat noch zwei Kumpels dabei. André, wer ist das? Gloria und Lush. Gloria und Lush. Guck mal. Es gibt eine... Es gibt eine bestimmte Tradition, einen Grund, warum Viktoria hier ist. Was hat es mit der Tradition mit dem Adler hier im Stadion auf sich? A tradição vem desde 1904, desde a fundação do clube. O Benfica ganha. Ah, ja, das macht Sinn. Hier glaubt man fest daran, dass wenn der Adler zu Beginn einer Partie in die Lüfte steigt und mehr als einmal, also dreimal wäre schon ganz gut, ums Stadion kreist, dann gewinnt Benfica, wenn es so einfach ist. So, Mittagessen. Lecker. Und jetzt? Agora vamos lá para cima. A águia vai voar aqui e vai aterrar em cima deste cimo. Para fazer
Also wir lassen Victoria von da oben fliegen. Im besten Fall dreht sie mehrere Runden über das Stadion, landet hier oben drauf, kriegt seinen Fisch. Und das hier sieht dann als Gesamtbild genauso aus wie das da. Oh, wow. Levin Zorifika. Oh, das ist ganz schön hoch. André, bitte walte deines Amtes. Wer hätte das gedacht? Victoria war ein kleines bisschen schneller als ich. Die nächsten 30 Heimspiele sind auch im Sack, denn die hat mindestens 3 bis 8 Runden im Stadion zurückgelegt. Und mit dem herzlichen Dank für die tiefen Einblicke ins Leben eines Vogels hier innerhalb eines Fußballstadions sage ich herzlich danke, André. Obrigado. Obrigado, Victoria. Und für euch im Studio habe ich noch eine kleine Überraschung. Richtig, so sieht die kleine Überraschung aus. Die haben wir für alle Klassen. Adler hier zu sehen, kreist im Stadion. Und jetzt kreisen eure Augen über den Punktestand. Eine Klasse ist vorne, nämlich Neumünster mit 8 richtigen Antworten. 4 in Osnabrück, 3 und 2 in Aachen und Groß-Gerau. Jetzt kommt der Mann, der im wissenschaftlichen Auftrag der besten Klasse Deutschlands schon einiges hat mitmachen müssen. Zum Beispiel einen langen Zungenkuss von einer Giraffe. Er ist trotzdem noch mal wiedergekommen. Eben ist er schon geschwebt. Jetzt ist er wieder mit Philharmonie und viel Spaß hier. Phil Laude! Und Phil Action. Ah! Phil ist bewaffnet. Vorsicht! Ja. Ein Mann muss tun, was ein Mann eben tun muss. Ja, was muss denn ein Mann tun? Zum Beispiel sein Hab und Gut gegen dreckiges Laub verteidigen. Blatt für Blatt, ich bin kein dreckiges Laub. Hallo? Ja, richtig, genau. Blatt für Blatt. Und oder man kann auch einen Luftschlangenentwirrer aus diesem Ding bauen. Ehrlich? Ja. Luftschlangen eine Luftschlangenkanone quasi. Eine Luftschlangenkanone. Willst du bauen? Hast du verschiedene Rohre hier. Genau. Und willst die draufstecken? Ja, eins davon. Okay, die Frage ist, welches Rohr muss Phil auf den Laubbläser stecken, damit die Luftschlangen unten angesaugt und nach vorne weggeschossen werden? Das rote, zeig mal her. Oder ist es vielleicht das blaue? Ist es das gelbe Saugrohr? Oder doch das grüne? Überlegt gut, ihr seht die Bilder, aber überlegt nur 10 Sekunden. Ist das der Moment, in dem Aachen boostet? Ja, das ist er. Okay. Jetzt denken Sie, die Punkte nehmen wir nochmal doppelt mit. Okay, Elmar und Lilly. Seid ihr euch sicher? Ja. Warum und welche Lösung ist es? Ich glaube, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es A ist. Weil bei allen anderen sieht es irgendwie so aus, als ob die Luftschlange dann falsch fahren würde. Soll ich mal eins nehmen jetzt? Kannst jetzt mal eins nehmen. Okay. Dann würde ich mich für das Grüne entscheiden. Das Grüne? Ja. D. Ja. Tja, aber ob das richtig ist, das musst du natürlich beweisen. Soll ich das jetzt einmal noch beweisen hier im Studio? Ja, das kannst du beweisen, heute drüber. So, seid ihr ready für ein paar Luftschlangen? Ja. Okay, let's do it. Jawohl. Die ist richtig. Jawohl, ja. Damit ich nicht einfach immer noch gucke. Ein bisschen Luftschlangen-Action. So, mach ich auch mit. Von wegen, mich hier wegpusten. Ich glaube, es geht los. Hey, das sind meine! Nein, hallo! Ich glaube, ich bin... Da, hier. Oh, jetzt ist der Stecker raus. Aber wir wissen noch gar nicht, wieso D eigentlich funktioniert. Ach so, die Luft strömt ja hier durch. Ja. Und dadurch, dass sie komplett ungehindert, also hier wirklich gerade durch kann, entsteht hier ein Unterdruck, der dann hier die Luftschlangen nach oben zieht. Und dann da raus. Genau. Alles klar. Dankeschön, Phil. Super, wir sehen uns gleich im Finale nochmal. Oh Gott, und hier sieht es schon wieder aus. Wahnsinn. Nicht nur Dr. Frost kann jede Menge Andenken hinterlassen. Auch Phil Laude hat das geschafft. Gucken wir mal, ob sich der Boost in Aachen gelohnt hat. Wie viele haben da richtig geantwortet? Und wie waren die anderen so drauf? Eine ist vorne, nämlich Groß-Gerau. Aachen verdoppelt von 2 auf 4.
jetzt könnt ihr nochmal durchatmen. Wir haben Musik für euch. Heute präsentieren sie einen Song von ihrem Goldalbum Leichtes Gepäck. Hier sind mit B96 Silbermond. Bei der besten Klasse Deutschlands 2016. Hier hörst du die Herzen schlagen? Ja, ich höre es ganz genau. Ich habe das schon mitbekommen. Was kann man denn gegen Lampenfieber machen? Gibt es da irgendeinen Tipp von dir? Lampenfieber ist immer so, man auf jeden Fall tief durchatmen. Ja, und ich habe ja schon gesehen, ihr seid ja auch nicht alleine. Ne? Ihr habt ja immer jemanden an eurer Seite. Das bedeutet, es ist immer schon mal gut, dass auch hier, was wir in der Band haben, ne, wir sind nie alleine. Ja, das bedeutet Teamgeist. Ne? Wenn der eine zu aufgeregt ist, ne, springt der andere ein. Ne? Das ist das Wichtigste, das Team. Also ich drücke euch allen die Daumen. Ja, ich habe das verfolgt. Ihr macht das echt super. Also ne? Schön dranbleiben. Jawohl, danke schön. Silbermond, alles Gute, schöne Tour. Vielen Dank für euren Besuch. Danke sehr. Und natürlich noch einen guten Tipp von den Stars persönlich. Das heißt, ihr atmet jetzt noch mal tief durch. Stefanie hat es gesagt, das hilft auf jeden Fall der Konzentration. Es gibt eine allerletzte Frage und wahrscheinlich seid ihr jetzt so durcheinander, dass ihr zum Teil gar nicht mehr wisst, wo eigentlich vorne und wo hinten ist. Das kann beim Fußball schon mal nicht passieren. Beim Fußball ist hinten immer da, wo die Rückennummer ist. Und dazu habe ich folgende Frage. Das große Vorbild von Thomas Müller trug auch die Rückennummer 13 und heißt auch Müller. Aber wie lautet sein Vorname? Paul? Franz? Gerd? Oder Sepp? Eine letzte Frage an alle vier Klassen. Hier sind eure letzten 10 Sekunden, um alle vier Punkte zu sammeln. Das große Vorbild von Thomas Müller trug auch die Rückennummer 13 und heißt auch Müller. Nachnamen, aber wie ist der Vorname? Dennis, was meinst du? Also ich glaube Franz ist ja Beckenbauer, Gerd, keine Ahnung, gibt bestimmt auch einen, Paul. Tja, irgendjemand wird es da geben, aber ich glaube es ist der Sepp. Hast du geraten, Gerda? Also hundertprozentig bin ich mir sicher, dass es C, Gerd ist. Weil du Gerda heißt? Nein, das wusste ich einfach, weil Fußball jetzt so mein Fachgebiet ist. Aha, sehr gut. Katharina und Fritz, was habt ihr gesagt? Ich habe C genommen, auch Gerd Müller, weil ich das auch weiß. Sepp Maier gibt es auf jeden Fall. Sepp Müller, weiß ich nicht. Fragen wir doch mal Thomas Müller. Hallo Malte, hallo liebe Klassen, hier ist Thomas Müller. Meine Rückennummer bei der Nationalmannschaft ist natürlich die 13. Die 13 habe ich seit der Weltmeisterschaft 2010. Da war ich das erste Mal wirklich dabei. Da wurde mir die Nummer zugeteilt im Endeffekt. Aber natürlich verbinde ich ein bisschen mehr mit ihr. Gerd Müller, mein Namensvetter und Torjäger, Kollege von früher, der hat auch schon große Erfolge mit der 13 gefeiert. Und ich möchte natürlich da so gut wie es geht anknüpfen, auch wenn ich wahrscheinlich seinen Torrekord schwerlich knacken kann. Aber ich bemühe mich und deswegen ist die 13 schon eine besondere Zahl für mich. Ich wünsche uns viel Glück bei der Europameisterschaft und euch noch viel Glück bei der besten Klasse Deutschlands. Dankeschön, Thomas Müller. C ist richtig. Gerd Müller, der erfolgreichste Torschütze mit 365 Toren in der Bundesliga. Und hier haben wir auch das Trikot von Thomas Müller. Und er hat es, wie man sieht, sogar signiert. Perfekt. Finde ich auch. Und das Tollste daran ist, dieses Trikot könnt ihr gewinnen. Bei der Frage der Woche gleich nach der Sendung auf diebesteklassedeutschlands.de. Vielleicht gehört es bald schon euch. Die letzten Punkte, die auf den Konten aller vier Klassen landen. Wie habt ihr abgestimmt bei der Thomas-Müller-Frage? Das wussten sehr viele, das kann man jetzt schon mal festhalten. Fast alle in Aachen, 17 in Osnabrück, 15 in Groß-Gerau und 13 in Neumünster. Der große Moment der Wahrheit ist gekommen. Jetzt ist der Moment, in dem ich nur mit zwei Klassen weiterspiele. Von zwei Klassen muss ich mich leider verabschieden. Die beiden anderen spielen im Finalduell um den Titel und um die Reise nach Lissabon. Für zwei Klassen
ist der Traum jetzt zu Ende. Welche Klasse ist auf Platz 4? Hier ist die Tabelle. Und die Reise zu Ende ist für die Klasse aus Osnabrück. Mit 76 Punkten. Ihr habt euch super geschlagen hier. Seid Superfinalisten 2016. Ihr gehört zu den 4 besten Klassen Deutschlands. Ihr bekommt 1000 Euro für eure Klassenkasse. Habt ja schon 700 und von dem ganzen Geld könnt ihr sicher eine Riesenparty schmeißen, denn ihr seid eine super tolle Klasse. Vielen, vielen Dank fürs Mitspielen. Drei Klassen haben noch Licht. Noch. Über einer weiteren gehen die Lampen gleich aus. Sicher weiter sind die beiden Klassen mit den meisten Punkten. Also die auf Platz 1 und 2. Sicher weiter und im Finalduell sind die Klassen aus Großgera und Aachen, Neumünster. Das war es leider für euch in Neumünster. Ihr seid so weit gekommen, könnt richtig stolz auf euch sein. Lasst nicht die Köpfe hängen. Auch ihr bekommt 1000 Euro für die Klassenkasse. Dankeschön fürs Mitspielen. Und nun geht es um alles. Für Aachen und Groß-Gerau im großen Finale. Wer fährt nach Lissabon? Wer gewinnt den Titel? Jetzt das alles entscheidende Duell. Alle bisher erspielten Punkte, die sind gelöscht. Denn Punkte braucht ihr jetzt gar nicht mehr aus den Vorrunden. Wir spielen Best of 5. Das heißt, ich habe 5 Fragen an beide Klassen gleichzeitig. Die Klasse, die besser antwortet, bekommt genau einen Finalpunkt. Wer zuerst 3 Punkte hat, ist die beste Klasse Deutschlands 2016 und darf nach Lissabon fliegen. Passt gut auf, hier ist die erste Frage. Subida a Gloria ist ein für Lissabon typischer Wettbewerb, denn da tanzen Kinder Flamenco, reiten Jockeys wilde Stiere, fahren Radfahrer bergauf. Oder springen Mönche von Klippen? 10 Sekunden für Groß-Gerau und Aachen laufen. Die erste Finalfrage. Es geht um einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Subida a Gloria ist ein für Lissabon typischer Wettbewerb. Was wird da gemacht? Lilly, du zappelst auf dem Stuhl hin und her. Ja. Du könntest gerade platzen. Ja. Vor Freude oder vor Aufregung? Aufregung. Hast du denn geantwortet? Ich war mir ziemlich, ziemlich unsicher, weil eigentlich könnte alles sein und ich habe A genommen. Dennis, was meinst du? Also ich weiß, ich habe Kinder, die Flamenco tanzen, obwohl es ist ja nur typisch und nicht besonders. Und Radfahrer, die bergauf fahren, tja, könnte natürlich auch sein. Aber ich habe jetzt B genommen, weil es ist ja halt eben an Spanien, ja, und da gibt es ja auch, also da gibt es ja die Stiere, aber vielleicht ist das zu naheliegend. Ich bin drauf reingefallen. Die Klassen sind sich uneinig. Es gibt verschiedene Lösungen. Und Janine Michaelsen hat hoffentlich das Kleingedruckte in ihrem Vertrag gelesen. Denn man darf nicht nur drüber sprechen, man muss es ausprobieren. Hey, no, hello, no. Sorry. Huch. Herzlich willkommen zurück in Lissabon. Das ist nicht die Stadt, in der Mönche von Klippen hüpfen. Das hier ist die Stadt der 7 Hügel. Ist euch wahrscheinlich schon aufgefallen, es geht ziemlich bergig zugange hier. Und ich sag's mal so, kein normaler Mensch würde hier auf die Idee kommen, auf ein Fahrrad zu steigen. Wie ich bereits sagte, normale Menschen machen das nicht. Aber Sportler haben ja eh so ein kleines bisschen sehr positiv einen an der Klatsche. Und wie aufs Stichwort steht auch schon Ricardo. Ricardo! Hola! Wow. Ha,
Ricardo ist, wie man unschwer erkennen kann, Profi-Radfahrer und dreimaliger Gewinner eines Rennens, das Subida a Gloria heißt. Der Aufstieg zum Ruhm. Und anhand des Gefälles kann man erkennen, wir sind exakt auf dieser Rennstrecke. Das ist ein spezielles Rennen. 150 Menschen prügeln sich diesen Berg hier hoch. Was daran so speziell ist, das wüsste ich gerne von dir. Was ist so besonders an diesem Rennen? A Subida é muito curta, mas muito inclinada e torna especial. Also 17% Steigung. Dazu kommt, dass die Strecke sehr kurz ist. 265 Meter lang ist sie nur. Ich würde dich zu einem Rennen herausfordern. Und ich sag mal, Ricardo ist schon gut, ja? 35 Minuten braucht er für die Strecke. Ich würde ganz großkotzig sagen, 33 Minuten müsste ich schaffen. No, 35.592 millésimos. Ricardo braucht 35 Sekunden für die Strecke. Und ich würde das. Ich würde es einfach kurz Ergebnis offen lassen. Fertig? Ja. Yeah. Okay, 2, 1, Risiko und go! Scheiße! Wow, fuck! Ey, Mutti, nicht euer Ernst! Weißt du, du meinst jetzt, du bist cool, weil du mitlaufen kannst, oder was? Ja. Yeah. So, siehste, Fans habe ich auch schon. Oh. Janine? Ah. Oh. Da! Ich hätte gerne eine Revanche. Okay, okay. Dann sind ein paar andere Subida. No problem. Er sagt, es gibt eine Warm-up-Strecke. Jetzt wird er großmütig, nicht? Hier macht der Profi sich warm. Beziehungsweise hier werde ich meine Revanche antreten und kurz gucken, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, dass ich den guten Kollegen hier, der das ja ganz ordentlich gemacht hat gerade, vielleicht doch eventuell noch mal kurz zumindest die Stirn bieten kann, ne? Okay, 1, 2, 3, let's go! Ja, yeah, come on, Ricardo! Wepa! Das sieht gut aus! Ah, Zeit! Gleichstand! No. Gleichstand! E-Bike! Ja, E-Bike und ist auch ein Fahrrad. Vielen lieben Dank. Obrigado, Ricardo. Ja, hoffentlich schläft er heute Nacht gut. Ich drücke alle Daumen für die verbleibenden 2 Finalistenklassen. Irgendwer von euch wird hier bald die Berge hochradeln. Ich muss. Tschö. Ganz herzlichen Dank dir, Janine. Und wir haben gesehen, C ist richtig. Welche Klasse hat das nun besser beantwortet und bekommt den ersten und wichtigen Finalpunkt? Groß-Gerau oder Aachen, wer war besser? Beide sind gleich auf. Und Pressner von der Groß-Gerau macht das Rennen mit 9 richtigen Antworten. Immerhin 8 in Aachen. Das ist also euer erster Punkt. Nun machen wir weiter mit dem König der Wissenschaft, dem Nobelpreisträger der Herzen, der Mutter aller Klugscheißer. Hier ist nochmal für euch Ralf. Was hast du denn hier schon wieder vor? Eben warst du Dr. Frost. Hast du gerade Mutter der Klugscheißer gesagt? Nein, das habe ich nicht gesagt. Ganz bestimmt. Oh, was du nicht weißt, ich habe ein kleines Hobby. Ich stelle regelmäßig oder ich lasse aufstellen solche Glaswände und freue mich dann total, wenn Leute dagegen rennen und sich wundern, wo kommt denn diese Glaswand her? Leute dagegen rennen? Wieso? Ich meine, noch sieht man diese Wand ja, als sei denn, man unterhält sich dabei. Paff, genau. Das Problem ist, wenn jemand daneben gerannt ist, dann muss man die Fettflecken wieder wegmachen. Und jeder Mensch hat ein bisschen Fett im Gesicht. Ja, gut. Dafür habe ich dieses Gerät. Das ist ein Industriestaubsauger. Mhm. Der kann saugen, wie jeder Staubsauger auch. Man kann aber das Rohr auch hier anschließen, an die Rückseite. Ja? Da wird Luft rausgeblasen. Aha. Und an das Rohr habe ich das hier befestigt. Das ist etwas Seife, also flüssige Seife, Spülmittel. Mhm. Und dieses graue Rohr. Und dann dieses graue Rohr, da muss noch ein Aufsatz drauf. Ich habe hier 4 zur Auswahl und mit dem richtigen Aufsatz kann ich total toll Schaum herstellen. Okay, ich bin gespannt, was ihr sagt bei dieser Frage. Um mit dem Staubsauger richtig viel Schaum fürs Fensterputzen zu erzeugen, braucht Ralf den Aufsatz mit dem Korken, dem Trichter, dem T-Shirt-Stoff oder der Spitzendüse. Welchen Aufsatz braucht Ralf?
Ihr bekommt natürlich, wie immer, 10 Sekunden. Ralf hat heute Putztag. Ja. Wunder geschehen. Ich bin ein sehr ordentlicher. Ja, für die Öffentlichkeit. Das Nein, auch dein so. Bild. Ich bin sehr ordentlich. Sophia und Dennis, konntet ihr das ordentlich lösen? Was hast du? Ich hab C. Ich hab auch C. Yay. Da seid ihr euch schon mal einig. C ist der mit dem T-Shirt-Stoff. Wie seid ihr denn darauf gekommen? Also, okay, wenn sich, also dass sich das da so quasi ein bisschen, diese Seife da drin so festhängt und wenn da ganz viel Luft durchgeblasen wird. Und dann kommt der Schaum raus. Yay. Was meint ihr denn in Aachen? Also ich habe A genommen, weil es kann ja irgendwie so sein, dass sich das durch den Korken da so anstaut. Und dann kommt immer mehr Druck und immer mehr Spülmittel und dann kann ja sein, dass das schäumt. Ralf, es ist soweit. Meister der Seifenblasen. Der Korken, der ploppt nur raus, da passiert gar nichts. Das ist also nicht so richtig. Beim Trichter passiert auch nicht viel. Bei dieser dünnen Spitze, da spritzt dann auch nur das Wasser raus mit dem Seifenblasen-Ding. Das ist auch nicht so toll. Richtig ist der T-Shirt-Stoff. C ist also richtig angeblich. Noch ist kein Schaum zu sehen. Folge mir doch bitte mal. Sehr gerne. So. Achtung. Möchtest du einschalten? Darf ich? Dann entsteht also tatsächlich Schaum. Und wie? Sehr schön. So kriegen wir die Scheibe natürlich wieder wunderbar sauber. Wenn wir dann noch mal kurz drüber gehen vielleicht, nicht? Ach, man kann es aber auch einfach so stehen lassen. Das ist auch toll. Ja, ist auch eine Art Kunst. Du bist heute so künstlerisch. Wahnsinn. Okay. Und das funktioniert mit dem T-Shirt. Das, genau. Jeder, der sich schon mal so eine Spritzpistole angeschaut hat, wird gesehen haben, dass da ein ganz feines Gitter ist. Ja. Und durch dieses Gitter wird die Seifenlauge durchgespritzt und entstehen viele Bläschen. Beim T-Shirt-Stoff ist es genauso. Es ist wie so ein feines Gitter, ganz feinmaschig. Die Luft wird mit der Seife durchgeblasen. Es entstehen ganz viele kleine Luftbläschen und das Seifenbläschen und das ist der Schaum. Das ist ein ganz ein feines Gitter, bist du. Ein feines Gitter. Toll, niemand hätte es so schön erklären können wie Ralf Kaspers. Ganz herzlichen Dank. Du kannst schon mal den Pokal ein bisschen polieren. Das mache ich. Den brauchen wir nämlich gleich. Jetzt wollen wir aber wissen, wer den nächsten Finalpunkt gesichert hat. Wer bekommt den nächsten Punkt? Aachen oder Groß-Gerau? Groß-Gerau sichert sich ganz, ganz deutlich, nämlich mit 19 richtigen Antworten, den zweiten Finalpunkt. Es könnte jetzt die Entscheidung fallen. Die nächste Frage ist eine Matchfrage. Aber Aachen kann das verhindern. Ihr könnt euch den nächsten Finalpunkt holen und das ist die Frage. Im Mittelalter gab es den Brauch, dass bei Wettkämpfen der Letzte auch etwas bekam. Und zwar ein Pfund Holzkohle, Stück trockenes Brot, lebendes Schwein oder Fass Jauche. Was bekam der Letzte bei Wettkämpfen im Mittelalter? 10 Sekunden. Vielleicht die letzten für heute. Aachen gibt alles. Den ersten Finalpunkt. Was meint ihr, Sophia und Dennis? Ich habe jetzt ein Stück trockenes Brot genommen. Weil es ist dann so, ich meine, damals war eh das Grundleben oder das Grundnahrungsmittel war ja Brot. Es gab Brotsuppe und Brot. Brot. Das ist Brot und das ist echtes Brot. Also das ist Brot, das Brot ist. Ach was. Ja. Die hatten Sachen. Und ohne was drauf. Ich weiß nicht, das ist halt voll billig und... Bitte was? Das ist billig. Das Brot? Ja, das Brot, genau. Mhm. Also, ich weiß nicht. Also ich habe jetzt Brot genommen, aber so... Ich meine, Holzkohle kriegt man vom Weihnachtsmann, wenn man unartig war, ne? Das heißt, das wäre für den Verlierer angemessen, ein Stück trockenes Brot. Habt ihr das da? Weiß man's? Was sagt ihr in Aachen, Elmar und Lilly? Ich hab A gesagt, weil wenn man ja unartig ist, dann bekommt man ja auch so ein Stück Holz, so ein Pfund Holzkohle, also so ein bisschen Holzkohle. Und eigentlich waren die ja unartig.
weil die haben ja verloren. Und das ist dann halt schon ziemlich bitter, wenn man verliert. Und dann waren die vielleicht so fies, denen dann auch noch Holzkohle zu geben. So als Zeichen, symbolisch. Noch oben drauf. Wenn man heute Glück im Unglück hat, dann sagt man Schwein gehabt. Ja, ja. Und genau so ein Schwein bekam der Verlierer bei Wettkämpfen im Mittelalter. Das war dort ein Brauch. C ist richtig. Tja, der Applaus ist aber sehr, sehr, sehr übersichtlich. Es geht um den dritten Punkt für Groß-Gerau. Ihr könntet euch damit den Titel und die Reise sichern. Es geht um den ersten Punkt für Aachen. Hat das geklappt? Hier ist das Ergebnis dieser Frage. Wer war besser? Aachen oder Groß-Gerau? Und Aachen hat verhindert! Aus der Klasse schreit die Erleichterung. 4 Punkte, das heißt euer erster Finalpunkt. Auch die nächste Frage ist eine Matchfrage. Aachen könnte weiter aufholen. Groß-Gerau könnte den Sack jetzt auch zumachen. Und damit die Nervosität ein bisschen verfliegt, haben wir ein Foto für euch. Ein och wie süß Moment. Ja, Delfine sind neben Justin Bieber die einzigen Säugetiere, die immer diese Reaktion auslösen. Aber was haben die, was Justin nicht hat? Unter der Stirn haben Delfine ein einzigartiges Organ, das den Tieren ermöglicht, ihre Beute zu orten. Und das ist der Kürbis, die Melone, der Apfel oder die Banane. Es geht um alles. 10 Sekunden lang. Unter der Stirn haben Delfine ein einzigartiges Organ, das den Tieren ermöglicht, ihre Beute zu orten. Habt ihr davon schon mal gehört, Lilly? Also das ist ganz klar, weil ich war mir ziemlich, ziemlich sicher, weil wir hatten das Thema Wale und Delfine schon ziemlich ausführlich in der Grundschule. Ja, ja auch. Wir haben da X-Plakate gemacht. Und deswegen ist es ganz klar B. Die Melone. Ja, die Melone. Völlige Klarheit in Aachen. Wie klar ist die Geschichte bei Dennis in Groß-Gerau? Du ärgerst dich über irgendwas? Also, ich habe mir zuerst gedacht, irgendwie ist die... Ich hätte fast die Melone genommen. Und da habe ich mir gedacht, das hat irgendwie so ein... Diese Stirn hat hier irgendwie, also es sieht aus, als hätte das so eine Einbeulung. Und deswegen habe ich dann den Apfel genommen, wie so ein Apfel. Ach so. Hm. Aber wenn ich so nachdenke, war das falsch. Das Organ, das wir suchen, besteht fast nur aus Fett und hilft beim Beuteorten mit Ultraschallwellen und es heißt Melone. Tja, in Aachen hatte man das in der Grundschule, in Groß-Gerau war da Unsicherheit. Ihr könntet jetzt den Finalpunkt holen und die beste Klasse Deutschlands werden oder Aachen zieht weiter hinterher und holt den 2. Punkt. Wie hat es geklappt? Aachen oder Groß-Gerau, wer hat den Punkt? Aachen macht das Rennen mit 16 richtigen Antworten deutlich besser. Deswegen geht dieser Punkt an Aachen. 2-2. Jetzt ist es soweit. Wir haben noch eine einzige Frage. Wer hier besser ist, holt den 3. Punkt und ist die beste Klasse Deutschlands 2016. Welche Pflanze liefert den Rohstoff für Jeans und T-Shirts? Diese hier oder die? Ist es die auf C oder auf D? Das ist die letzte Frage, dann wissen wir, welche Klasse die beste ist. 10 Sekunden. Welche Pflanze liefert den Rohstoff für Jeans und T-Shirts? Hektisches Gezappel in Aachen. Man klammert sich fest in Groß-Gerau. Am Nachbarn. Oh Gott. Was habt ihr gesagt, Lilly?
Machst du? Ich habe A gesagt. Ja, A ist Baumwolle, deswegen habe ich auch A genommen. Ja. Und ich bin mir auch relativ sicher. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es A ist, weil das ist ja Baumwolle. Und da kann man dann so Fäden draus spinnen, da macht man T-Shirts und Jeans draus. Also, das ist die Frage, wer wusste das besser in der Klasse? Genau das ist die große Frage. Du würdest sogar Sophia einen Arm ausreißen, ja. Um es jetzt zu wissen. Aber ist es überhaupt A? Die gesuchte Pflanze kommt ursprünglich aus den Tropen, wächst auch in anderen warmen Ländern und braucht viel Wasser. Es ist Baumwolle auf A. Wer war besser? Die Freude ist auf beiden Seiten richtig groß. Das Ergebnis der allerletzten Frage heute zeige ich euch jetzt. Hier sind die Punkte der Baumwollfrage. Es geht um den dritten Finalpunkt, den Titel und die Reise. Aachen oder Groß-Gerau. Beide sind gleich auf, dicht bei dicht drin und seid ihr beide gleich stark. Und ein einziges Pünktchen, 20 richtige Antworten. In Groß-Gerau. Damit ist es amtlich die 7B der Prälats-Dies-Schule aus Groß-Gerau ist die beste Klasse Deutschlands 2016. Mann, ein Punkt, ein Punkt. Oh, ah. Ein einziges Pünktchen hat euch vom Titel getrennt. Das heißt, ihr seid eine richtig coole, starke Klasse. Du musst nicht traurig sein, denn ihr geht auch auf Reisen. Ihr fahrt mit der ganzen Klasse nach Berlin. Okay? Guck mal, da könnt ihr euch freuen. Ihr fahrt nach Berlin. Gute Reise. Vielen Dank fürs Mitspielen. Und ihr seid die beste Klasse Deutschlands 2016. Wahnsinn! Hier kommt euer Pokal von unseren heutigen Gästen reingetragen. Ralf bringt ihn rein und ihr habt ihn euch redlich verdient. Bitte schön, das ist Pokal, danke schön allen Gästen. Danke an Ralf Kaspers, Bill Laude, Birger Lars Dietrich, Joyce. Danke an Silbermond für euren Besuch. Jetzt wird gefeiert hier. Mann, 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 um einen Punkt. Ich werde verrückt. Genial. Gratuliere. Richtig toll gekämpft, bis zum Schluss. Wahnsinn. Haben wir sofort da. Dennis, du darfst gleich einen Schluck trinken, wir werden richtig feiern. Und wenn ihr zu Hause meint, ihr seid die beste Klasse Deutschlands 2017, dann bewerbt euch. Wir halten euch auf dem Laufenden auf diebesteklassedeutschlands.de. Bis bald, jetzt wird gefeiert. Tschüss.